Die Quoten sind sehr ausgeglichen. Ist ein Unentschieden eigentlich das realistische Resultat? Was heißt realistisch? Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir wieder unser Leistungsvermögen abrufen können, so wie das jetzt in den letzten Spielen der Fall war. Und wenn uns das gelingt, dann ist sicherlich ein sehr gutes Ergebnis wieder möglich. Ich werde die Mannschaft so darauf einstellen, dass sie natürlich von der ersten Minute wissen, dass diese Mannschaft sehr, sehr aggressiv nach vorne attackiert. Also sie spielen eigentlich, wenn sie die Möglichkeit bekommen, wenn du einer die Möglichkeit lässt, dass sie dich vorne attackieren, dann werden sie das auch machen. Und es ist ein sehr kompakt, sie stehen oft sehr, sehr eng im Mittelfeld. Also du musst schauen, dass du eigentlich in die neutrale Zone kommst mit dem Ball. Dort hast du dann relativ Ruhe, aber sie probieren auch den Dormer beim Rückpass zum Attackieren. Sie versuchen natürlich die Außenspieler zum Attackieren, wenn zu lang Ballgeschiebe wird. Also ist eine sehr lauffreudige und sehr aggressive Mannschaft. Wir haben sehr, sehr viel Selbstvertrauen, aber wir wissen auch, dass Hapoel eine sehr, sehr starke Mannschaft ist und sicher nicht schlechter wie Celtic oder HSV. Und das wissen wir und so haben wir uns auch vorbereitet. Auf jeden Fall wird das kein Selbstläufer wie der ein oder andere eben auch das vielleicht meinen mag. Es bedarf hoher Konzentration, die richtige Einstellung, dann können wir da was mitnehmen. Und wie für uns ist ein Punkt auf jeden Fall schon sehr gut, ein sehr gutes Ergebnis und wenn alles passt, natürlich nehmen wir auch die drei Punkte. Aber wir haben natürlich auch diesen Respekt, dass sich auch Tel Aviv verdient. Eingangs auch schon erwähnt, aufgrund auch dieser Situation, Maccabi Haifa hat Salzburg eliminiert und dadurch wissen wir auch, wie stark das der israelische Fußball, oder zumindest ich weiß es, wie stark der israelische Fußball geworden ist. Wie schon anfangs erwähnt, sind die Quoten ausgeglichen. Sollten die Grün-Weißen allerdings wirklich alle drei Zähler mit nach Hause nehmen, kassiert man bei Tipp 3 den 2,40-fachen Einsatz als Gewinn. Adi, ich hab's. Die gehen gerade die Mannschaftsaufstellung durch. Geht schon, das sag an. Also pass auf, die spielen im Tor mit... Was machen sie denn da? Vögel beobachten, Herr Inspektor. So. Mitkommen!